Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Close to the Sun. Doch, das ist ja schon an. Warte mal. Okay, lass es aus. Hallo? Jetzt habe ich Standbild. What the fuck war das gerade? Wie gesagt, 60 FPS. Ich weiß nicht, was hier gerade los ist. Alter. Okay, hier, ich weiß nicht warum, hier fängt das Spiel richtig arg an zu laggen. Ich habe auch richtige Soundprobleme im Spiel. Und die kommen vom Spiel, von nichts anderem. Ich habe nichts offen. OBS. Das war's. Mein PC schafft das Spiel locker. Wer kommt es mit Rendern nicht hinterher? Oder keine Ahnung. Rose, bitte melde dich! Rose! Ada! Rose! Gott sei Dank, geht's dir gut? Mir geht's gut. Alles gut. Was ist passiert? Ich habe mich zu Tode gesorgt. Mein Funk wurde gestört, aber ich habe eine andere Möglichkeit gefunden. Nicola hat dich wohl auch eingesperrt, was? Ja, aber ich bin entwischt. Ich bin fast bei den Biolabs. Bist du noch dort? Moment, du bist durch die Sperre gekommen? Wie? Dieser Aubrey hat mir geholfen. Er hat mir das Leben gerettet. Wir müssen ihn holen, bevor wir das Schiff verlassen. Ich hab's ihm versprochen. Ja, klar. Klar werden wir das tun. Aber erst der Forschungsbericht. Das ist der Schlüssel zu allem. Stimmt. Hast du es geschafft, die andere Hälfte zu holen? Nein, der ist im Theater. Wir werden ihn zusammen holen, direkt nachdem du mich in diesem Operationssaal rausgeholt hast. Von all den Mitgliedern. Ada, die Verbindung bricht wieder ab. Ada! Rose? Rose! Scheiße. Ja. Widerlich. Okay, da ist Blut. Ja,
3, 2, 1, 2, 2. Ich nehme dir das mal ab. 3, 2, 1, 2, 2. Müssen wir uns merken. Ach du Scheiße. Sir, I'm made of peace. Was? Seltsame Symbole, gefolgt von dem Satz, sie sind sich unserer Anwesenheit nicht bewusst. Okay. Kodierte Nachricht mit seltsamen Symbolen. Tja. Jemand hat den Edison Spionagecode entschlüsselt. Ob Tesla wusste, dass er Saboteure an Bord hatte? Okay, anscheinend kann ich da durchlaufen ohne Probleme. Gleichen. Ja, gibt's nichts weiter. Brauchen für die Erdbebenmaschine. Ist der Grund für die Quarantäne. Ja. Exo, oder wie sie ihn nennen. Das denke ich auch. Hallo? Tür geht nicht auf. Okay. Ich hätte trotzdem gern irgendwo mal eine Taschenlampe. Kletter doch runter durch, Mann! Renn! Ah! Nein! Lass mich nicht allein! Bitte, hilf mir! Bitte, bitte! Nein! Nein! Nein, 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 nein! Scheiße! Ah! Thank you.
war knapp. Aubrey, was? Was zur Hölle war das? Das, meine Liebe, war eine der temporalen Anomalien. Das Ding hängt mit der Zeit zusammen? Wie ergibt das denn einen Sinn? Stell dir Zeit als biologisches System vor. Diese Dinger sind quasi Antikörper, die den Dreck wegmachen. In dem Fall uns. Aber woher wusstest du das? Woher wusstest du, dass du die Tür schließen musst? Naja, sie sind nicht gerade unauffällig. Sie folgen der fremdartigen Energie. Von daher sind sie nicht schwer zu überwachen, wenn man weiß, was man tut. Ich schulde dir was. Dreifach. Danke, Aubrey. Nun, weißt du, wo genau in den Biolaboren deine Schwester eingesperrt ist? Ja, sie ist in einem Operationssaal. Bin ich schon nah dran? Ja, bist du! Ich öffne so viele Türen, wie ich kann, damit du dorthin kommst. Es gibt einen Beobachtungsraum direkt über dem OP. Du solltest sie von dort aus sehen können. Sei es drum. Geh los und grüß sie. Der Weg sollte frei sein. Das werde ich, Aubrey. Danke nochmal. Ja. Genau. Weckt mich fett. Das war's mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Lasst Kommentare da. Und ich hoffe, wir sehen uns zum nächsten Video. Bis dann, bleibt gespannt. Genießt den Tag und bye bye.